UEFA Champions League Achtelfinale. Letztes Jahr waren die Bayern alleine auf weiter Flur. Dieses Jahr ist die Bundesliga prominent vertreten. Wie stehen die Chancen der deutschen Teams? Wer kommt durch? Wer bleibt hängen? Die Wettfreunde werfen schon mal einen Ausblick auf die anstehenden Partien. Viel Spaß dabei. Endlich wieder ehrlicher Fußball. Hier sind die Wettfreunde. Wir begrüßen euch im neuen Jahr. Großartig, dass ihr wieder dabei seid. Ja, und Jan hat es auch überstanden. Ja, Olli, ich bin auch wieder dabei. Ja. Der Baum nadelt, die WM ist vorüber. Alle Messen sind gesungen, Messi ist besungen. Es kann weitergehen mit hochkarätigem Fußball. Da machen wir nicht gleich weiter mit. Genau, ein bisschen dauert es ja noch, bis die Königsklasse dann wirklich wieder aktiv wird. Immerhin gilt es ja noch, ein Transferfenster zu schließen. Aufregende Wochen liegen da schon wieder vor uns. Mhm. Trösten darüber hinweg, dass selbst die Bundesliga sich noch ein bisschen bitten lässt. Es ist ja gar nicht mehr gewöhnt, dass es wirklich eine spielfreie Zeit gibt. Zumindest in Deutschland kann man ja im Moment davon reden. Aber die nächsten Highlights, die gucken ja wirklich schon um die Ecke. Und du sagtest, es ist volles Programm für die deutschen Teams in der Königsklasse. Wunderbar natürlich. Haben wir eine ganze Menge zu erzählen. Und gerade nach dem letzten Jahr, das ja aus deutscher Sicht doch sehr dürftig war. Bayern sind ja dann auch relativ schnell hängen geblieben im Viertelfinale. Sehr überraschend und unnötig. Aber ja, andererseits natürlich auch keine absolute Ausnahmeerscheinung. Vor 2 Jahren hatten wir ja auch schon 4 deutsche Teams im Champions League Achtelfinale. Damals waren ja auch nur 4 angetreten. Das heißt, da gab es überhaupt keinen Schwund. Im Achtelfinale dann aber schon. Da waren es eben dann wieder nur die Bayern, die durchgekommen sind. Und schaut man sich die Aufstiegsquoten an, wer es denn ins Viertelfinale schaffen wird, dann droht uns jetzt ein ähnliches Szenario. Da sind, wenn man sich alle 4 deutsche Teams vor Augen führt, nur die Bayern leicht favorisiert. Und das, obwohl sie ja nun wirklich nicht die leichteste Aufgabe bekommen haben, fordern mal eben PSG heraus. Ja, das ist wirklich knifflig. Ja, also schwierige Lose für die deutschen Mannschaften. Aber es ist ja schon mal gut, dass alle die Vorrunde überstanden haben, vor allem auch Eintracht Frankfurt mit dabei, diesmal gleich weitergekommen. Aber ja, PSG gegen Bayern. In Frankreich ist die Liga ja auch schon wieder losgegangen und da haben sich gleich am Neujahrstag die Franzosen gleich erstmal eine Pleite gegen Lens eingefangen. Müssen wir mal gucken, wie das jetzt läuft. Vielleicht wirkt auch das WM-Finale noch ein bisschen nach. Ne? Also Messi und sein Chef Mbappé, mal gucken, wie die aufeinander zu sprechen kommen. Schauen, wie die Stimmung in Frankreich ist, in Paris. Und man muss auch immer gucken, ja, Bayern ist natürlich ein ganz anderes Kaliber als die Mannschaften, die PSG sonst halt zu erwarten hat in der französischen Liga. Und von daher sehe ich da durchaus Chancen. Aber Bayern natürlich auch arg gebeutelt mit dem Ausfall von Manuel Neuer jetzt. Und naja, die gucken, wie die anderen Spieler so das große Turnier mental verkraftet haben. Ich denke da auch an Herrn Kimmich, der ja schon da Bedenken geäußert hat. Aber eigentlich Bayern in der Champions League immer gut dabei. In der Tat. Ein Ausscheiden im Achtelfinale ist eigentlich nicht vorgesehen. Gab es in den letzten 11 Jahren genau einmal. Ja, damals gegen den FC Liverpool. Also natürlich auch eine größere Nummer. 2018-19 war es. Ansonsten eben immer mindestens bis ins Viertelfinale gekommen. Ja, und PSG scheidet dann auch nicht so oft aus, oder? Doch, die scheiden ständig aus. Ja. Letztes Jahr im Achtelfinale gleich mal gescheitert. Real Madrid war es damals, ja, hatten sie erst das Spiel 1-0 gewonnen. Dann kam die große Benzema-Show im Rückspiel. Ja, und schaut man sich die letzten 6 Spielzeiten an, sind sie tatsächlich 4-mal im Achtelfinale hängen geblieben. Ja. Einmal ging es ja immerhin bis ins Finale, dass sie dann gegen die Bayern verloren haben, bekanntlich im Corona-Jahr 2000 bei diesem etwas unorthodox zu Ende gespielten Wettbewerb damals. Also PSG ist jetzt nicht die sichere Bank, wenn es jetzt um die Runde der letzten 8 Mannschaften geht, in die ja beide wollen. Und insofern war es dann auch so, nach meinem Eindruck, dass die Reaktion in den Ländern sehr unterschiedlich war. Ja, in Deutschland natürlich alle vom Hammer losgesprochen, wie eigentlich nach jeder Champions League-Auslosung. Ja, sind ja jetzt doch größtenteils recht gute Mannschaften noch vertreten. Keine Laufkundschaft aber mehr. In Frankreich, ja, in den Sportkassetten, da war regelrecht so von einem Schock die Rede. Ja, und das ist schon beeindruckend. Da ist der Respekt sehr groß. Ja, und nicht zu Unrecht, wenn man sich eben zum Beispiel das Finale vor Augen führt, damals 2000. Dann waren ja die Franzosen wirklich am nächsten dran jemals, sich da diesen Traum vom Henkelpott zu erfüllen. Die Jahre danach lief es ja wieder nicht so gut, aber im Jahr darauf konnten sie sich immerhin revanchieren an den Bayern. Ja, da gab es ja dann das Duell im Viertelfinale. Ja, Hinspiel hatten die Franzosen in der Allianz Arena mit 3-2 gewonnen. Rückspiel dann die Bayern nur 1-0 in Paris.
eigentlich ja, wenn man sich die beiden Duelle vor Augen führt, waren die Bayern deutlich besser, ja, aber haben eben hinten doch zu stark gepatzt und vorne dann so häufig das Zielwasser vermissen lassen. Ein sehr unnötiges Aus, ja, aber selbst eben in diesem Moment der Niederlage wurde deutlich, dass die Bayern, die Franzosen eigentlich ein Petto haben, ja, und selbst wenn man jetzt sich die ganzen Stars da anschaut. Hakimi, ja, ja, Hakimi, klasse WM gespielt. Sicher, ich meinte jetzt vor allem die offensive Elite. Ach ja, die. Im Moment kommt sie sich ja nicht so in den Weg, ja, Messi, ja, spielt natürlich aus Argentinien gekommen. Hat dann erstmal Mbappé in Urlaub geschickt für knapp zwei Wochen zumindest. Ja. Das heißt, ja, so ein bisschen ist dann auch wieder erstmal Einspielen angesagt. Und letztendlich hat sich es eben gezeigt, du sagst es ja, ja, die französische Liga jetzt nicht die ganz große Qualität, da diese Neujahrsniederlage, die ja doch recht tappig ausgefallen ist und auch erstaunliche defensive Defizite aufgezeigt hat. Ja. Das wäre die erste nationale Niederlage, glaube ich, seit 9 oder 10 Monaten. Ja, da haben die Bayern, auch wenn die Bundesliga jetzt ja nicht die allererste Elite-Liga ist in Europa, dann doch noch mehr Konkurrenz zu bieten, im Moment zumindest in dieser Hinrunde. In der Rückrunde mag es dann schon wieder anders aussehen, aber ja, unterm Strich, Bayern favorisiert. Kommen sie weiter, gibt es gerade mal eine 1,7. Kommt PSG weiter, gibt es eine 2,05. Ja, was für PSG spricht, ist natürlich, dass sie dann wieder eingespielt sind. Die Bundesliga startet im Vergleich zu den anderen Ländern ja relativ schwer. Spät. Startet relativ spät. Ja, schwer wird es auf jeden Fall für die Bayern werden. Aber ich denke, sie werden auch PSG werden sie irgendwie schlagen. Mal gucken, wer dann bei den Bayern zwischen den Pfosten steht. Das wissen wir aktuell noch nicht. Aber ich denke, das wird dann am Ende auch nicht kriegsentscheidend sein. Ja. Das könnte schon kriegsentscheidend sein, ja. Mal angenommen, jetzt die locken wirklich hier im Sommer. Oder Kelo Navas. Ja, na, da würde ich mich dann doch eher für Sommer entscheiden, glaube ich. Ich weiß nicht, ob Navas. Ich hatte ihn gegen Spanien beobachtet. Das war nicht so ganz überzeugend, ja. Ich glaube schon, dass diese Torhüter-Personalie, die kann die Bayern noch stärker machen. Ja? Weil auch wenn Neuer allgemein als Erfolgsgarant bezeichnet wird oder gewürdigt wird, er hat ja fraglos seine Verdienste für den deutschen Fußball, für den Münchner Fußball ganz besonders. Aber ich habe ihn jetzt die letzte Zeit schon nicht mehr so stark gesehen. Also auch vor seiner vorherigen Verletzung schon nicht. Mhm. Und ja, auch diese Leader-Fähigkeiten, die ihm ja immer zugeschrieben werden, ja, die waren ja in der Nationalmannschaft jetzt ja auch nicht kriegsentscheidend. Ja, man muss Sprache mal ein bisschen entmartialisieren. Ja. Ja, dennoch, ich denke, Bayern werden das halt machen. Ja, aber klar, das werden offensiv spannende Partien werden. Ich traue der PSG auch zu, die Bayern sehr stark zu ärgern, aber am Ende wird sich die schwarze Bestie wieder durchsetzen. Ich sehe die Bayern da eigentlich auch ganz gut aufgestellt. Ein bisschen Sorge macht mir der doch relativ schmale Kader. Ja, wenn da noch ein paar Verletzungen dazukommen, jetzt in den ersten Rückrunden oder in den ersten Spielen des neuen Jahres, ja, dann haben sie da gar nicht mehr so wahnsinnig viel auf der Bank. Mal schauen. Ich glaube auch nicht, dass sie jetzt auf dem Transfermarkt so wahnsinnig großartig zuschlagen werden. Abgesehen von der Torhüterposition eben. Mané fehlt schon, ja. Mal angenommen Choupo-Moting, der jetzt ja wirklich seine erste richtige Saison im gesegneten Alter schon so bei einer Top-Mannschaft als Top-Stürmer spielt. Ob das jetzt auf die Dauer gut geht, muss man abwarten, ja. Sonst hinter ihm steht ja da auch jetzt nicht so viel Konkurrenz oder so viele Alternativen. Durchaus könnte problematisch sein, ja, und du sagst es, Franzosen sind besser eingespielt, aber wer könnte ausgeruhter sein nach dieser WM als die bayerischen Nationalspieler, ja, also vielleicht ist das auch ein Vorteil, ja, also gerade nach dieser WM, die ja doch auch kräftezehrend war, gerade eben für viele Spieler von PSG, mag es vielleicht durchaus seinen Reiz haben, damit eine relativ ausgeruhten Truppe anzureisen. Ah, Hernandez war auch noch verletzt, ne? Ja, und auch noch eine ganze Weile. Also den werden wir dieses Jahr nicht mehr sehen. Aber ja, unterm Strich schon etwas Schwund nach der WM oder bei der WM. Aber ich glaube auch, dass sie es packen können. Ja, je länger wir drüber reden, fällt mir auf, wie schlecht die Chancen der Bayern eigentlich stehen. Aber nein, die Bayern gewinnen, die Bayern kommen weiter. Wir tippen doch nicht gegen die Bayern, sowas machen wir nicht. Das hat uns doch der große Vorteil ist ja, dass das Hinspiel natürlich beim Gruppenzweiten beim Zweitplatzierten der Vorrunde steigt in Paris nämlich. Und das hat ja Tradition, dass Paris dann das Hinspiel erstmal gewinnt, ja, und dass es ihnen aber eben überhaupt nichts nutzt, weil dann im Rückspiel dann eben doch in die Nerven einen Streich spielen.
und sie Vorsprünge in der Champions League nicht gut verwalten können. Ja, das gab es ja letztes Jahr gegen Real. Das legendärste war ja dieses 4:0 gegen Barca, was vor ein paar Jahren nicht zum Weiterkommen gereicht hat letzten Endes. Und insofern ist es, glaube ich, hier auch ein sehr großer Vorteil für die Bayern, dass das Rückspiel in der Allianz Arena steigt. Auch wenn es jetzt nicht der Hexenkessel vor dem Herrn ist, könnte das die Franzosen doch ein bisschen beeindrucken. Und ja, wer, wenn nicht die Bayern aus deutscher Sicht, soll weiterkommen. Insofern wünsche ich es ihnen mal und traue es ihnen aber auch zu. Okay, dann haben wir es mal statistisch untermauert. Was machen denn die anderen Teams so? Ja, Borussia Dortmund habe ich noch auf dem Zettel gegen den Chelsea FC. Die machen dieses Jahr auch wieder mal mit im Achtelfinale. Ja, machen auch mal wieder mit, ja. Sebastian Haller ist im Training zurück, da freuen wir uns doch alle sehr drüber. Und ja, Haller gegen Kai Havertz, der ist auch dabei. Und Chelsea gerade aber nur im englischen Mittelfeld in der Premier League. Jetzt waren ja dann so ein bisschen gebeutelt im letzten Jahr, auch finanziell offenbar, was da die Eigentumsverhältnisse anging. Und das scheint sie ja offenbar noch ein bisschen zu beschäftigen, wenn jetzt sogar Manchester United vor Chelsea steht in der Premier League. Schon ein bisschen, müssen wir ein bisschen Boden gut machen. So. Und daher sehe ich den BVB da eigentlich auch nicht chancenlos. Chancenlos nicht, aber ja, laut Wettanbietern doch in einer recht deutlichen Außenseiterstellung. Mhm. Gehen die Blues hoch, gibt es eine reichliche 1,5 Grad mal 1,53 in der Spitze, habe ich gefunden. Für den BVB gibt es fast eine 2,4. Sind natürlich jetzt auch nicht so wahnsinnig erfahren, was Viertelfinaleinzüge angeht, zumindest nicht in der jüngeren Vergangenheit. Bei den letzten 5 Teilnahmen hat es nur einmal gereicht fürs Viertelfinale. 2021 hatten sie Sevilla, ja, am Ende dann hatten sie es ja noch richtig spannend gemacht im Viertelfinale, aber verdientermaßen rausgekickt. Dann war im Viertelfinale Manchester City zu stark, aber Chelsea natürlich auch mit Licht und Schatten. Jetzt in der Königsklasse weniger, ja, vor 2 Jahren waren sie ja Champion, letztes Jahr wenigstens Viertelfinale, aber davor auch 4-mal in Folge im Achtelfinale Schluss. Hm. Und du sagst es ja, massive Probleme in der Meisterschaft, die ja fast die Dortmunder Probleme vergessen lassen. Das muss man ja mal ehrlich sagen, dass ja Schwarz-Gelb da auch weit hinter den eigenen Erwartungen hinterher. Mit einem 4:2 Niederlage gegen Borussia Mönchengladbach in die Winterpause entlassen worden. Also ich erinnere mich da leider noch sehr gut dran, weil das wirklich ein furchtbares Spiel war. Ja, jetzt wo du es sagst, kommt es mir auch wieder zu Bewusstsein. Mhm. Aber insgesamt war es eben sehr wenig, was der BVB geleistet hat. Ja, und das passt aber eben auch ganz gut zu Chelsea. Ja. Für Tuchel hatte sich sehr erledigt nach dem ersten Champions-League-Spiel, der Niederlage bei Dynamo Zagreb. Ja, sein Nachfolger Graham Potter, kann man immerhin sagen, in der Folge die Blues ungeschlagen zum Gruppensieg in der Königsklasse geführt. Aber national, ja, gerade seit Mitte Oktober, der völlige Filmriss, da gelingt ja wirklich gar nichts mehr. Ja, und das liegt eben auch an massiven Problemen im Kader. Im Nachhinein war es jetzt vielleicht doch nicht die ganz gute Idee, Lukaku und Werner abzugeben. Ja, in der Offensive hakt es ganz gewaltig. Wenn man sich das anschaut, Stand jetzt ist Kai Havertz tatsächlich der beste Torschütze mit 4 Treffern. Ja, Haaland hat 20. Ja gut, da kommen wir gleich zu. Jetzt natürlich, Haaland ist jetzt natürlich, kann jetzt nicht der Maßstab sein für gewöhnliche Stürmer. Ja, aber ja, trotzdem ist das eben sehr dünn und im Mittelfeld haben sie eben auch Probleme, da die Kontrolle an sich zu reißen. Ja, das ist mit Golo und Kanté und vielen anderen, die sehr formschwankend sind und gar nicht so eine Stabilität reinbekommen. Aber der große Vorteil der Blues im Vergleich zum BVB ist natürlich die aktuelle Transferperiode. Ja, und da wird ja doch noch die ein oder andere Mark ausgegeben, das ein oder andere Pfund. Ja, und selbst Moukoko ist ja nicht sicher davor, jetzt nochmal die Seiten zu wechseln. Ja, kann alles sein, aber es kommt ja hoffentlich bald wieder ein neuer Transfer auch von den Dortmundern zurück und der BVB auch mit einigen Verletzungsproblemen, aber auch wirklich zum Ende der Hinrunde, also jetzt sind wir nicht mit der Hinrunde vorbei, aber im letzten Jahr wirklich mit zum Teil unterirdischen Leistungen, aber dann auch wieder tollen Spielen in der Champions League. Ja, Königsklasse war noch am besten für mich. Ja, und was mich noch zuversichtlich macht, ist, dass Borussia Dortmund weiterkommen wird. Sie haben eigentlich gegen alle Mannschaften mit blauen Trikots bisher gewonnen. Sie haben nur gegen Mannschaften mit roten Trikots verloren. Ja, oder ein spätes 2:2 erzielt. Ja, aber mal angenommen, und es deutet ja vieles darauf hin, dass Moukoko geht,
ob es jetzt Chelsea ist oder wer auch immer, aber mit einem zum Sommer auslaufenden Vertrag, der partout nicht verlängert werden will, ja, müssen sie ihn jetzt eigentlich abgeben. Ja, und dann haben sie ja nur noch Modest. Ja, also können natürlich noch irgendjemand anders aus dem Hut zaubern. Aber wenn das dann auch jemand der Marke Modest ist, ist es vielleicht für die ganz höchste internationale Spielklasse zu wenig. Befürchte ich zumindest. Prinzipiell ein Gegner erwischt, den man in der jetzigen Verfassung definitiv schlagen kann. Zumal ja Potter eben die Mannschaft jetzt nach seinen Vorstellungen aufbaut. Ja, und das ist ja viel Ballbesitz, extrem offensiv ausgerichtet. Da kann so eine Pressingmaschine, wenn sie denn funktioniert, wie sie dem BVB eigentlich vorschwebt, eigentlich sehr gut aussehen. Haben ja gerade bei diesen ganz großen Bewerbungsproben auch sehr gut ausgesehen, gegen Manchester City zwei sehr gute Spiele gemacht. Ja. Und auch in Sevilla großartig gespielt. Rückspiel war dann nicht so doll, aber doch dennoch verdient weitergekommen. Aber ja, ich habe ein bisschen Sorge davor, dass eben jetzt Chelsea wirklich alles raushaut, was sie da noch irgendwie an Geld finden können. Und dass es dann eben eng wird gegen eine Mannschaft, die eben jetzt auch nicht so überzeugt hat. Ja. Und insofern, ich würde mich doch hier eher für Chelsea entscheiden, muss ich sagen. Also, aber dann wird es auch eng, die Mannschaft bis dahin eingespielt zu bekommen. Ja, das ist wahr. Geringes Zeitfenster. Ja, auch hier extrem ausgeruhter Mats Hummels natürlich. Auf den setzt sich da auch große Stücke, ja. Der durchaus da eine relevante Größe ist in dem Duell. Kann mir schon durchaus vorstellen, dass das, dass er da das Zeug dazu hat, eine ganze Menge rauszukechern, bevor es dann überhaupt richtig wild wird für den Keeper. Wenn er richtig steht, ja. Wenn er richtig steht, ja, nö, aber der hat auch erstaunliche Laufduelle teilweise gewonnen in der Hinrunde, muss ich sagen. Also gerade gegen Manchester City, das war, ja, hat er doch durchaus gute Laufwege gewählt. Ja, ja. Und das ist ja schon mal gut, wenn man da wenigstens eine Bank hat in der Defensive. Ja, darüber hinaus muss man mal schauen. Aber ich glaube, es reicht knapp nicht. Vielleicht sogar nicht mal knapp, aber es reicht nicht. Kann passieren. Ich bin da dennoch anderer Ansicht. Dann müsst ihr uns mal schreiben, ob ihr da die blauen oder die gelben da vorne seht. Wir brauchen dringend eure Meinung. Na, die Argumente haben wir jetzt ja schon mal angeführt. Ne? Was spricht dafür, was dagegen? Also ich weiß nicht, ob Haller fit wird rechtzeitig. Naja, ich glaube nicht. Na, hat der Dortmund ja noch nicht. Die haben nie gegeneinander gespielt, ne? Dortmund und Chelsea in einem Pflichtspiel. Finde ich ziemlich bemerkenswert. Sogar noch bemerkenswerter als die Tatsache, dass Frankfurt nach zwei Duellen gegen Napoli nicht nur ungeschlagen ist, nicht nur ohne Gegentreffer, sondern beide Duelle auch gewonnen hatte. Ja, das Manko ist, es ist schon ein bisschen her, 1994, 95, damals auch Achtelfinale, aber noch im UEFA-Pokal. Oh, das war die gute Zeit mit Jeboa und Uli Stein und so, ne? Zweimal 1-0 gewonnen. Manfred Binz, Marc-Uwe Bein. Ist es Zeit für neue Helden, an die sich Jan dann auch in 25 Jahren erinnert? Vielleicht, ja. Was macht eigentlich JJ Okocha? Ja, das wird auf jeden Fall eine Partie voller Hexenkessel werden, sowohl in Frankfurt als auch Neapel. Ja, beide Fußballfans der Teams natürlich sehr verrückt auch und enthusiastisch. Das könnte vielleicht auch, ja, vielleicht doch etwas zu hitzig auf den Rängen werden, aber schauen wir doch mal auf den Platz. Ja, Frankfurt natürlich fantastisch, dass sie dabei sind. Kolor Muani hätte ja beinahe Frankreich sogar noch zum Weltmeistertitel schießen können in der Nachspielzeit. Da hat Frank. Hätte man machen sollen. Frankfurt, Frankreich, Hauptsache Italien. Nein, also da hat Frankfurt, die Eintracht hat natürlich noch einen Wahnsinnsfund in der Hinterhand und auch, ja. Sehe ich. Da werden treffen. Das ist eine. Ja, es werden weitergehen. Wird weitergehen für die Frankfurter, aber ob sie dann Neapel wirklich am Ende bezwingen, bin ich unsicher. Ja, also erstmal muss Frankfurt ja jetzt erstmal wirklich extrem aufpassen, dass sie Kolo Muani über das aktuelle Transferfenster kriegen. Ja. Auch wenn sie jetzt sehr fest gewillt sind, ihn zu behalten. Ja, die werden ja dermaßen damit Geld zugeschüttet. Irgendwann kann man da nicht mehr Nein sagen, ja, aber es wäre natürlich eine massive Schwächung. Also ja, der Bundesliga und insbesondere den Hessen ist es natürlich zu wünschen, dass sie da stark bleiben und wenigstens noch ein halbes Jahr da ihn binden. Ja, und trotzdem sind die Wettanbieter selbst mit Kolo Muani überzeugt, dass es jetzt gegen Napoli dann doch zu Ende geht. Sie waren jetzt schon vor Beginn der Gruppenphase nicht so mega optimistisch, was den Aufstieg anging. War ja eine extrem enge Gruppe, auch eng zusammenliegende Quoten. War auch ja am sechsten Spieltag ja noch alles drin. Da war ja der Vierte dann auf Platz 1 und dann wieder umgekehrt. Oh, das war Wahnsinn, ja. Frankfurt war ja schon draußen nach dem Rückstand, dann haben sie es aber noch gewonnen in Portugal. Ja, beeindruckender Endsport da. Aber jetzt gibt es eine 2,5, wenn sie sich durchsetzen im Achtelfinale. Neapel nur eine 1,5.
Es gibt auf jeden Fall eine Premiere. Beide Teams standen noch nie im Viertelfinale der Königsklasse. Bei Frankfurt ist das weniger überraschend als bei Napoli. Das stimmt, ja. Ja. Dreimal sind sie schon im Achtelfinale gescheitert. 20 gegen Barca war es, 2017 gegen Real Madrid und 2012 gegen Chelsea. Ja, also lange Zeit, Neapel ja gar nicht in der Königsklasse dabei. Hm. Ja, und jetzt tasten sie sich auch erst langsam ran an die großen Erfolge. Aber jetzt haben sie ja so ein Mega-Jahr, wo sie in der Serie A Argentinien emanzipiert sich von Maradona durch den WM-Titel. Napoli kann es jetzt durch den Scudetto machen. Letztes Mal 1990 gewesen, ja, lang ist es her. Aber jetzt haben sie ja so eine Bomben-Hinrunde oder den ersten Teil der Hinrunde gespielt, dass die Konkurrenz ja doch schon weit zurückliegt. Aktuell Juve 10 Punkte zurück und selbst die härtesten Verfolger haben ja schon einen Rückstand von 7 Punkten. Ja, dann können sie noch nichts entschieden, aber zeigt ja, dass sie einfach Bombenlauf haben. Und das war ja in der Königsklasse auch so. Ja, aber dann kann sich doch Neapel mal auf den Titel konzentrieren und den Frankfurtern da das Feld überlassen. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass das Frankfurter Wunder da weitergeht in der Champions League und dass sie Neapel vielleicht noch auf dem falschen Fuß erwischen. Also das können auch wieder solche Partien werden, da wir am 6. Spieltag, wo das es dann hin und her geht und am Ende doch Frankfurt vielleicht die Nase vorn behält. Also ich würde da mal mutig auf die Eintracht tippen. Ich sehe jetzt nicht, dass sie jetzt gegen Neapel nicht weiterkommen können. Also aus meiner Sicht wäre es absolut fahrlässig, die Eintracht da nicht auf der Rechnung zu haben. Nach all dem, was sie in Europa abgerissen haben, was man als Europa-League-Sieger in der Champions League dann im Folgejahr bringen kann, das hat ja letztes Jahr ein spanisches Team gezeigt, ja, für das es dann ja immer ein bisschen ins Halbfinale ging. Ja. Und insofern muss der Frankfurter Weg nicht zu Ende gehen, aber trotzdem Napoli natürlich extrem beeindruckt abgeliefert. Ja, die Spaßfraktion, das Freudenhaus der Gruppenphase, wenn man so will. Die Reds richtig abgeschossen im Hinspiel mit 4:1. Ajax 6:1 und 4:2. Wow. Ja, in 5 Spielen 20 Tore geschossen. Okay, dann das bedeutungslose letzte Spiel in Anfield, dann 0:2 abgegeben. Ja, aber da ging es eben schon weder für Liverpool noch für Napoli noch um irgendwas. Und, extrem beeindruckend, was da Luciano Spalletti zusammengefügt hat. Waren natürlich sehr gute Spieler, ja, aber es ist jetzt nicht diese Top-Star-bestückte Truppe, die da über den Rasen fegt, ja, und trotzdem ein Spielsystem, was ja die Gegner quasi permanent stresst und unter Druck setzt und was eben bisher sehr gut funktioniert hat. Bleibt natürlich die Frage, ob sie das jetzt über diese doch recht lange Pause retten konnten. Ja, warum denn nicht? Klar, aber Frankfurter Eintracht ist ja auch immer schwer ausrechenbar. Und hatten ja ein bisschen gebraucht, um in die Champions League richtig reinzukommen. Der Auftakt war ja noch so ein bisschen verdaddelt. Aber gerade eben auswärts ist immer mit ihnen zu rechnen. Sicherlich ein Vorteil dann im Rückspiel, wo es ja wirklich drauf ankommt, dann die Nerven zu behalten und da eiskalt zu Werke zu gehen. Und ich würde Frankfurt auch sehr gerne im Viertelfinale sehen. Geht es allein nach der Gruppenphase, müsste Napoli ja eigentlich der Top-Favorit auf den Titel sein. Na klar. Aber selbst die Wettanbieter relativieren das natürlich, ja, locker zweistellige Quoten für den Titel. In der Spitze eine 13 ungefähr stand jetzt, ja, trotz der Favoritenstellung gegen Frankfurt. Gefühlt, oder geht es nach dem Buchmachen, ja, Neapel damit schon im Viertelfinale. Mhm. Ja, aber trotzdem haben sie da doch gewisse Zweifel, dass das eben dann durch die ganze Saison getragen wird. Prinzipiell könnte ich mir schon vorstellen, dass das so läuft wie vor ein paar Jahren bei Ajax, ja, als sie ja auch ein Top-Team nach dem anderen gekillt haben in der K.O.-Runde und dann ganz unglücklich in der Nachspielzeit gegen Tottenham das Finale verpasst hatten. Aber vielleicht ändert es eben gegen Frankfurt, ja, und ich erwarte von der Eintracht einfach weiterhin Überraschungen international, genau wie du. Ja. Und würde das hier auch mal, deswegen hier auch mal ins Risiko gehen. Ja, schön, ne? Die Frankfurter Eintracht schwer auszurechnen. Ja, mache ich auch, bin ich dabei. Leipzig gegen City, ja, da sind die Favoritenrollen wahrscheinlich sehr klar festgelegt. Allein was City auch wieder abliefert, da gut jetzt in England noch hinter Arsenal, aber das kann sich auch wieder ändern. Erling Haaland ist ja auch da eingeschlagen wie eine Bombe. Ich kann mich noch daran erinnern, wie er die Leipziger im DFB-Pokalfinale vor ein paar Jahren mal abgeschossen hat. Das ist nicht zu verteidigen, egal wie. Ansonsten ja auch City eine famos stark bestückte Truppe und da werden die Leipziger nicht mithalten können. Da sind die Wettanbieter hundertprozentig deiner Meinung. Ja. Also spannend, wenn man sich die Titelquoten anguckt. Ja, letztes Jahr gab es ja noch diesen erwarteten Zweikampf zwischen City und PSG. Fast gleich lautende Quoten vom Achtelfinale. Am Ende hat es natürlich wieder für beide Mannschaften nicht gereicht, aber das ist ein anderes Thema. Da kommen wir noch hin. Ja, diesmal Man City dermaßen von allein auf weiter Flur. Ja, an der Spitze gibt es vielleicht eine 2,8.
für den Titelgewinn und Zweiter sind dann schon die Bayern mit fast zweistelligen Quoten. Und sie auch fragt, ja, warum inzwischen. Über eine 8,0 teilweise, ja, und insofern erklären sich natürlich dann auch die Aufstiegsquoten gegen Leipzig von selbst. Für die Sachsen gibt es tatsächlich eine 5, wenn sie es schaffen sollten, die Engländer rauszukicken, ja, und der englische Meister gerade mal eine 1,16. Ja, da werden die Sachsen keine Schnitte sehen. Damit ist zu rechnen, obwohl sie ja die Champions League Gruppenphase wirklich sehr beeindruckend zu Ende gebracht hatten, sind ja wieder mal mit Niederlagen gestartet, 2 an der Zahl. Dann erstmals überhaupt 4 Siege in Folge in der Königsklasse angehäuft. Hoch verdient und sehr überzeugend weitergekommen. Hatten ja zu Hause dann auch Real Madrid nochmal besiegt. Aber ja, das dürfte unterm Strich trotzdem nicht reichen. Im Vorjahr hatten sie ja auch Manchester City in der Gruppenphase besiegt mit 2:1 daheim. Aber die Engländer ging es schon um nichts mehr. Und das Hinspiel trotz großartiger Leistung der Sachsen mit 3:6 verloren. Und ich glaube, in diese Richtung wird es doch jetzt wieder gehen. Kann mir nicht vorstellen. Ich glaube, wenn jetzt nicht jemand da meint, dass Manchester City irgendwann mal den Henkelpott gewinnen wird. Ja? Also da gibt es ja offensichtlich auch so eine Art Fluch, ja, der dann das verhindert. Kann ich mir gut vorstellen, dass sich das fortsetzen wird. Aber dass die Leipziger jetzt ausgerechnet zum entscheidenden Stolperstein werden, kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Nee. Ja? Zumal ja auch die Erfahrung da gegen die Sachsen spricht, die ja jetzt auch erst so langsam dabei sind, sich in der Königsklasse so richtig zu etablieren. Bis jetzt nur 2020 übers Achtelfinale hinausgekommen, damals bis ins Halbfinale eben gegen PSG bei diesem Final-Turnier sozusagen. Mhm. Ja, und ansonsten überhaupt erst zum dritten Mal die Gruppe überstanden. Marco Rose ist auch nicht der Trainer, der jetzt City schlägt. Bei allem Respekt, der hat auch letztes Jahr in Dortmund schon da in der Champions League nichts gelassen. Ja, das war nicht sein Turnier beim BVB. Ja, jetzt hat er es ganz ordentlich gemacht in der Vorrunde, aber ja, das sollte doch eine relativ eindeutige Kiste werden. Vielleicht nicht so eindeutig, wie es die Wettanbieter vermuten. Ja, also Leipzig durchaus in der Lage, da auch mal zu treffen, richtig gutes Spiel abzuliefern. Ja. Und vielleicht ist es ja nach dem Hinspiel noch spannend. Mehr kann man sich eigentlich da kaum versprechen von den Sachsen. Aber unterm Strich haben wir jetzt hier nicht viel Originelles zu bieten. Hm. Dafür seid ihr dann vielleicht zuständig. Ja, aber Leipzig hat ja mal gegen Madrid gewonnen. Das habe ich sogar richtig vorher gesagt. Ja, das ist jetzt noch nicht so lange her. Das war jetzt gerade 5. Spieltag der Gruppenphase. Hm. Als es für Leipzig ja doch um ziemlich viel ging. Sagen wir mal um alles. Und für Madrid um nichts. Für die Königlichen nicht um ganz so viel, aber hast du natürlich sehr gut gemacht. Gucken, und, insofern können die Frankfurter ja schon froh locken. Ja, ihnen kann ja quasi nichts passieren, wenn du ihnen das zutraust und ich. Dann muss ich Napoli warm anziehen. Es sei denn natürlich, ihr bringt jetzt ganz neue Perspektiven rein. Ja, auch im neuen Jahr seid ihr natürlich aufgefordert, uns zu unterstützen oder ja, zu widersprechen, vor allen Dingen zu ergänzen, wie auch immer, und uns zu abonnieren. Wir laufen erst so ganz langsam warm nach der ganz kurzen Weihnachtspause, aber geht jetzt doch in geballter Form weiter. Insofern abonniert, verpasst nichts und schaltet beim nächsten Mal wieder ein.